Ans des Mustifeder floss der an alle Richter und Mufti des Reiches erlassene Ferman, wodurch ihnen aufgeboten ward, darauf zu sehen, erstens, dass die Imame und Chatibe, Vorbeter und Kanzelredner in drei nötigsten Stücken, nämlich in den Dogmen der Lesung des Korans und den Streitfällen des Gebetes, wohl unterrichtet seinen, zweitens, dass die höheren Professoren Muderis, die geborenen Erben des Prophetentums, fleißig über die Gesetz- und Überlieferungswissenschaften lesen und nach Ebu Daouds Überlieferungsworte deren drei ersten Erfordernisse der Wissenschaft vereinen sollen, nämlich den Koran, die Sunne und die aus beiden erwachsende gesetzliche Pflicht. Drittens, dass die Prediger auf den Kanzeln keine Märchen erzählen. Viertens, an den Elementarschulen taugliche Lehrer angestellt seien. Fünftens, alle Muslimen beten, Sasten, Wallfahrten, Almosen geben, ihre Kinder im Koran unterrichten, Moscheen und Schulen bauen sollen, um den vernachlässigten Religionsunterricht wieder zu beleben. Wurden Scheiche und Rumelien als Missionare gesendet. Ibrahim, der Sohn der Mufti, der Lehrer des Prinzen Mahmud, war bedacht, den Geist der Sunna des Propheten zu erwecken, indem er aus eigenem Antriebe den Prinzen im Pfeilschießen übte. 10. Mai 1701. Der erste Unterricht desselben, der erste Unterricht im selben im Lesen wurde nach altem Brauche als ein Hoffest glänzend gefeiert. Der Großvezier, der Mufti, der Kislar Ara wurden in eigens Hizer aufgeschlagenen Zelten von den weißen Verschnittenen des Sarai mit Kaffee und Zwieback bedient. Die Kämmerer, der Vorsteher der Kanzleien, der Defterda und Reis Effendi, die Generale der Sipahi und Silahdare erschienen, die Bostandjibashi und Oberst Stallmeister. Unter Vortretung des Hofmarschalls und Oberstkämmerers. Der Mufti und der Großvezier gingen dem Prinzen bis ins kaiserliche Zelt entgegen. Der Vorsteher der Emire, der Hodja des Prinzen, die kaiserlichen Hofe Pläne riefen dem Prinzen willkommen zu. Der fünfjährige Prinz, auf ein Pferd gesetzt, wurde unter Geldauswerfungen in das Zelt des Sultans geführt. Die ersten Ämter des Sarai, der Silahdar und Chohadar und Kibadar, die in der Schwertmantel und Bügelhalter des Sultans
Der Chefinedar, Schatzmeister und Capuaga Oberst Hofmeister kamen in Hermelinpelzen und Selimsturbanen. Zur Rechten des Prinzen nahm der Großwesir, zur Linken der Mufti Platz. Die Botschafter und die Oberstlandrichter saßen. Der Defterdar und Reis Effendi standen. Statt des Prinzenlehrers verrichtete diesmal der vormalige Prinzenlehrer des Sultans, der Mufti, und das Amt, indem er dem Prinzen die ersten Worte des Unterrichts des Islams vorsprach. Im Namen Gottes des Allmilden, des Allerbarmenden, Herr, erleichtere es und erschwere es nicht. Herr, end es im Guten. Zu den Denkmalen von Köprülis Großwesirschaft gehören nicht nur die auf seine eigene Kosten angeführten Gebäude, als zu Konstantinopel die von ihm am Sattelmarkte an seinen Grabmale gestiftete Überlieferungsschule und Akademie, die Moscheen zur Sgradisca, Lepanto, Adrianopel und Konstantinopel, die hergestellten Schulen, und zu Konstantinopel die mit 50 Beuteln hergestellte Wasserleitung samt 5 Fontänen, die Springbrunnen in der Akademie, Taflicht zu Adrianopel, 10 Fontänen zu Merzifon, die Anverbauung der Schlächtereien zu Adrianopel außer der Stadt und andere nicht minder fromme Stiftungen, sondern auch die durch ihn unternommenen öffentlichen zweckmäßigen Bauten. So wurde unter ihm die durch das Wasser beschädigte Brücke des Sattelmarktes zu Adrianopel mittels 45 Beutel wiederhergestellt. Gleiche Summe ward auf die Wiederherstellung des verfallenen Kanals, welcher das Wasser des Nils nach Alerandien leitet, verwendet. Die neuen Kasernen der Jenitscheren waren im letzten Brande Konstantinopels in Flammen aufgegangen. Es mussten die Bohrungen für 78 Kompanien aufgebaut werden, deren Kosten auf 212 Beutel aufgeschlagen wurden. Dazu gaben der Großwesir und die anderen Minister 100 aus ihren eigenen 40 die Aga und die Offiziere der Jenitscheren, 72 der öffentliche Schatz. Die Grenzstätzung des Reiches Belgrad, Temeschwar und Riffa wurden wieder in Verteidigungsstand gesetzt. Bei dem Bau des letzten aber die angeschlagene Summe von 3 mal 160.435 Piastern von den Baumeister-Renegaten, der auf seine Faust
Bestenoi und Gräben anlegte. Um ein beträchtliches überschritten. 5000 Piaster wurden zur Wiederherstellung des zur Ozarlov durch das im Blitz aufgeflogene Pulvermagazin angerichteten Schadens angewiesen. Schade, dass Köprüli nicht unumschränkte Fräne Hand in seiner Reine Hand in seiner Verwaltung behielt, dass er schon im fünften Jahre derselben entlassen ward und bald hernach starb. Die Hemmketten seiner unumschränkten Machtvollkommenheit waren der Mufti und Kislarara. Als der Kapodan Pascha Mezzo Morto starb, bemühte sich der Kaja des Großwesirs ohne dessen Wissen und Willen um die Wesirswürde und wurde in seinem Begehren von Mufti und Kapodan Pascha unterstützt. Köprüli hiermit unzufrieden machte einen seiner alten Klienten Hassan Aga zum Minister des Inneren. Bald darauf erhielt der Großwesir den Befehl, den Kaja abzusetzen. Um diesen Unglimpf zu beschönigen, ward der Kaja als Statthalter von Scherzor entfernt. Der Kaimakam zu Konstantinopel wurde, weil ein Schiff nicht gut vom Stapel gelaufen, abgesetzt und als Befehlshaber nach Ganja geschickt. Der Çavuşbaşı Mustafa Aga ebenfalls ein Schützling des Großveziers abgesetzt, aber tiefer noch als alles dieses griff in das Herz Köprülis die Hinrichtung seines Neffen, der Oberststallmeisters Kibbelizade Ali Bek. Nicht weil, wie Kantemir sabbelt, der Neffe auf des Oheims geheißt dem Sultan den wahren Zustand der russischen Grenze verheimlicht haben soll, was die osmanischen Geschichtsschreiber als Staatsverbrechen auszuführen nicht ermangelt haben würden, sondern aus einem ganz anderen von dem Reichsgeschichtsschreiber nach den sichersten Erzählungen angegeben, höchst zart, aber doch klar berührten und sonst nirgends in osmanischen Geschichten vorkommenden Majestätsverbrechen, entweichen kaiserlichen Harems auf das Küsler Aga Angabe, weil sind Raschids Worte er einer der Herrinnen, deren Leib im Schatzgemache der Keuschheit aufbewahrt, heimlich anhänglich. Also nicht erst die Tat, nicht das Stell dich ein, sondern die bloße Unanhänglichkeit, das heimliche Gefühl für eine Sultanin oder Sklavin des kaiserlichen Harems erscheint hier Majestätsverbrechen, das dem
Lehrer so unglücklicher Liebe dem Martin-Tod verbirgt. Solcher Kummer und eine unheimliche Krankheit, an welcher er schon 6 Wochen da niederlag, bewog den Großwesir, um seine Entlassung zu bitten, welche ihm samt voller Fernheit seines Vermögens und Aufenthalts gewährt ward. 5. September 1702. Er sandte seine 60 besten Pferde samt allen seinen zu Juwelen dem Sultan zum Geschenke, begab sich nach dem zu Adrianopel auf der Anhöhe von Buchdeppe, Halbhügel, gebauten Palaste und ein paar Tage darauf nach seinem in der Nähe von Silivri gelegenen Meierhofe, wo er nach der 3 Wochen in der Herbsttag und Nachtgleiche verschied. 22. September. Fernmütiger, staatskluger und wissenschaftsliebender Großwesir, der nach seinem Oheim, dem grausamen Mohammed, nach seinem Vettern, dem politischen Ahmed und dem tugendhaften Mustafa, der vierte Köprili, den Beinamen des Weisen verdient, zur Rettung des Reiches, demselben nur als Hoffnungslicht gezeigt, ohne gewährte Dauer.